Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Bahnenfarmer und freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. So, wir sind wieder hier in unserem Projekt Neu Mini Brunn und sind gerade dabei, hier das Feld zu grubbern. Ja, jetzt muss ich gleich dazu sagen, ich ärgere mich ein bisschen, weil ich habe da jetzt nicht ganz aufgepasst. Denn wenn wir jetzt mal zurückgehen, beziehungsweise uns hier mal ansehen, was wir alles haben oder was uns gehört. Und wenn ich mich richtig erinnere oder wenn ich richtig, wenn ich die Sache noch richtig hier zusammenbekomme, bin ich fast der Meinung, dass wir diese Kreiselecke zusammen mit dieser Seetechnik, dass die beiden zusammenpassen. Und Kombination, ja klar, natürlich. Die Kreiselecke 115 und 50, ja klar, das hätten wir mit dem großen Waldra machen können. Das heißt praktisch grubbern und aussehen in einem. Naja gut, sei es drum. Jetzt sind wir hier unterwegs mit dem Gerät. Auch ein hübsches Gerät von der Firma Amazon. Und lassen wir ihn hier noch ein bisschen arbeiten, denn ich möchte noch was anderes machen. Denn auch hier müssen wir mal kurz reinschauen. Der Düngestreuer ist eben nur ein Düngestreuer. Und was wir eigentlich bräuchten, wäre die Kombination aus Düngen und, da haben wir es, und Kalken. Zum Beispiel der hier, der Bredal, der kann sowohl Dünger ausbringen, als auch Kalk. Und wir müssen die Felder definitiv kalken, denn wir können mal hier kurz reinschauen. So. Precision Farming, ich habe ja mittlerweile hier, nee, eins höher, ja, Bodenproben entnommen und hier haben wir die entsprechenden Bewertungen für unsere Felder und der pH-Wert ist also 5,75, also das heißt, da müssen wir definitiv auf jeden Fall die Felder kalken. Okay, also das heißt, wenn er hier unterwegs ist und noch ein bisschen für uns die Arbeit erledigt, unser Helfer, zack, wir springen mal raus. Dann sehen wir es auch hier, pH-Wert ganz, ganz schlecht. Also wir müssen da unbedingt was tun, wenn wir eben auch die entsprechenden Erträge erzielen wollen. So, da sind sie wieder unterwegs. Unsere Rehe, ja, das ist doch schön, wenn man draußen in der Natur ist und überall sich einem Natur begegnet. Okay, wir gehen zum Waldra und werden mal in den Schub fahren. Und dann nehmen wir den anderen Streuer mit, werden den verkaufen und kaufen uns einen, mit dem wir eben auch Kalk ausbringen können. Okay, so, Motor an. Gewicht haben wir vorne dran. Ja, nicht, dass uns dasselbe Fauxpas passiert wie das letzte Mal, als wir das Mähwerk gekauft haben. Da hatten wir ja das Gewicht vergessen. Okay, so, da geht's rein. Und das ist er. So, das dürfte der Streuer sein. Gut. Ach du Schande, da ist ja sogar was drin. So. Dann werden wir das hier irgendwo entladen. Schauen wir mal, ob das hier geht. So, und entladen. Okay, sehr schön. Dann fahren wir mit dem jetzt hier zum Shop und werden das Gerät hier in Zahlung geben. Denn es hilft nichts, wir müssen definitiv kalken, weil der Kalk ist schon extrem weit unten, der Kalkwert, der pH-Wert. Und da müssen wir einfach was dagegen tun. Kalk selber, habe ich gesehen, haben wir einige Big Packs auf dem Hof stehen. Also da können wir erstmal loslegen und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. So. Ja, ihr habt es vielleicht gestern gesehen, habe ich eine neue Folge gebracht. Und zwar habe ich jetzt reaktiviert, wieder neu Bartelshagen Reloaded. Wir werden da also wieder aktiv. Nachdem ich ja einige Zeitraffer-Videos ja gemacht habe und dann natürlich hier ein bisschen den Hofrundgang mit der Frage, wo wir stehen. Nach 350 Spielstunden wird es jetzt dann langsam wieder losgehen. Die erste Folge habe ich gestern gebracht. Reloaded, Neubartelshagen. Und da will ich dann auch dieses Wochenende noch einige Folgen machen.
Und ja, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch da vielleicht nochmal zuschalten würde. Nichtsdestoweniger möchte ich mich an der Stelle auch recht herzlich bei euch bedanken für die Abos, die ihr da gelassen habt und auch für das positive Feedback und natürlich die Likes. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. An der Stelle gegrüßt alle neuen Abonnenten meines Kanals. So, da drüben ist die Werkstatt. Jetzt müssen wir mal schauen, wo ist der Shop? Wo können wir das gute Stück verkaufen? Ich glaube, das war auf der anderen Seite, oder? Sind wir dran vorbeigefahren? Schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Okay. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ist das jetzt an der Stelle, wo man verkauft? Oder... Okay. Werkstattsymbol. Schraubenschlüssel. Yeses. Natürlich hier. Logisch. Und ablassen. So. Gut. Ja. Verkaufen für 17.000. Ja, weg damit. Okay. Dann werden wir kaufen. Manchmal kommt man echt auch ein bisschen mit den Symbolen durcheinander. Okay. Dünger, Dünger, Düngerstreuer. Und jetzt die Frage, nehmen wir den Bredal? 28 mit 4000. Wer käme denn noch in Frage? Der hat nur 700 bis 1000, aber der Kalk ist ja ruckzuck weg. Also hilft nichts. Müssen wir dieses Gerät nehmen. Okay. So. 17.500 haben wir nur noch. Aber es macht Sinn, das Gerät zu kaufen, denn wir werden es ja häufig benutzen müssen. Okay. So, jetzt überlege ich gerade, lohnt es sich trotzdem schon mal, lass mich kurz schauen, Kalk mitzunehmen. Dünger, Kalk. Das sind 2.000. Naja. Was man hat, hat man. Okay. Können wir nämlich gleich loslegen auf dem frisch gekupperten Feld. Werden wir dann gleich mal kalken. So. Und rückwärts ran. Na. So, jetzt wollen wir mal schauen, dass er nicht zu sehr in die Knie geht. Und ob das Gewicht, ich glaube, 1000. Ein Tausender, ob das reicht. So. Da müssen wir noch ein bisschen ranfahren. Ups. Gut. Dann ist der auch voll und der packt das. Oh, oh. Ja, die Vorderachse dreht ein bisschen durch. Ja, und die Schranken gehen auf. Auch das habe ich das letzte Mal, ja, verpeilt. So, oje, oje, oje. Mal. Oh ja, da merkt man schon kaum Gewicht vorne auf der Achse. Kommen wir um die Kurve? Ja. Mal schauen, wie sich das von innen anfühlt. So, links frei, rechts frei. Ja, geht so. Aber der kommt mit Mühenot hier hoch. So. Wir fahren links rum. Oh ja. Ja, der biegt ab. Da hört man wieder das Flugzeug, das hier ständig über die Map fliegt. So, da oben ist unser Feld. Das wäre ja das ehemalige Kartoffelfeld, das wir ja gepflügt bzw. auch schon gegruppert haben. Auch da bin ich mir noch nicht mehr ganz so sicher, ob das wirklich die richtige Entscheidung war. Aber nun gut, sei es drum. Jetzt ist es erledigt. Die Kartoffeln sind weg und wir fahren hier gleich mal rein. Auf unser Feld.
So. Oje, oje, oje. So, dann gucken wir erstmal, dass wir hochkommen. Da können wir mal die Klappe zumachen. Und dass wir die erste Fuhre von oben machen, damit er dann schon mal ein bisschen leerer ist, wenn er wieder runterfährt. Beziehungsweise wenn er nach dem Runterfahren wieder hochfährt. So rum ist es eigentlich richtig. Okay. So, der andere Valtra ist, glaube ich, so an der letzten, vorletzten Bahn mit dem Gruppern. Das passt dann auch wunderbar. 42 Meter Ausbringbreite. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht so weit, so oft hier hochfahren. So, ein bisschen mehr Übersicht verschaffen. Aber der Junge kämpft. Und da spawnen wieder die Rehe. So, kommen wir da rum. Mit Mühe und Not. Gut, dann wollen wir mal kalken. Na, oh ja. Also der hat ganz schön zu kämpfen hier. Aber man muss auch sagen, der Kalk geht auch ganz schön raus. Jetzt ist es schon halb leer. Also wir werden auf jeden Fall nochmal auffüllen müssen. Okay. Aber wir sehen links unten, dass es jetzt in den grünen Bereich kommt. Und somit passt das. Und es war ja auch fast zu erwarten, dass wir jetzt erst einmal ganz, ganz kräftig kalken müssen. Und da ist er sogar schon leer. So. Aber der hat generell ein Problem. Also da müssen wir uns mal Gedanken machen, ob das der richtige Trecker ist. Wir nehmen mal den Steyr. Vielleicht kommt er damit besser zurecht. So, Quatsch. Erstmal das Gerät ein bisschen runterlassen und abhängen. Okay. Dann versuchen wir mal unser Glück mit dem Steyr. Vielleicht kommt er damit besser zurecht. So, weil ich glaube, an den PS kann es eigentlich nicht liegen. Na. Okay. So, und da haben wir noch jede Menge Kalk. Muss man ein bisschen aufpassen, dass wir auch das Richtige hier aufnehmen. Ja, Kalk. Der geht auch schon ganz schön runter hier auf der Hinterachse. So. Oh ja. Oh ja. So, dann schauen wir mal, wie er damit umgeht. Kommt gerade so mit Mühe und auch hoch. 9 km/h, 10 km/h und dann wieder am Schalten und er geht ganz schön hoch vorne. Das tut mir nicht alles für einen guten pH-Wert auf der Wiese. So, gehen wir mal hier zum Waldraum. Das wäre wohl der bessere Kollege gewesen. So. So.
Ordnung. Den stellen wir erst nochmal ab. Dann schauen wir mal. Gut. Naja, also immerhin hat er es bis hoch geschafft. Und das Feld fast komplett jetzt gekalkt. Ja, aber das wird natürlich... gut, beim Düngen müssen wir eigentlich auch nicht voll machen, weil der Dünger, der reicht uns dann deutlich länger. Es ist immer beim Kalken natürlich, auch beim ersten Mal. Da muss man natürlich richtig Material ausbringen. Und wir werden jetzt noch den Rest hier leer machen. Es sind ja nur noch 38 Liter, also allzu viel wird da jetzt nicht mehr passieren. Und leer. Aber den Rest lassen wir jetzt einfach mal offen. Und... soweit so gut für diesen Teil. Und jetzt schauen wir mal. Okay. So, was nämlich unsere Tiere machen. Okay, Gesundheit mittlerweile 95%. Es nimmt ein bisschen zu, eben weil wir ja das gute Mischfutter, das gute Kraftfutter hier eingeworfen haben. Und was jetzt hier das Thema mit dem Kalken angeht. Ja, schauen wir mal. Okay, also das passt jetzt. Das ist hervorragend. Gut, dann gehen wir nochmal in unseren großen Waltra und räumen hier nochmal die Gerätschaften auf. Und dann denke ich, sollte das erstmal gewesen sein für den heutigen Tag. Aber wir schauen noch mal ganz kurz wegen der Planung für die nächsten Folgen. So, der Charlie ist auch hier unterwegs. Sehr schön. So, weil eigentlich müssten wir auch... Ich muss da jetzt auch gerade mal schauen. So, hier vorbei. Die Wiese sollten wir eigentlich auch... Ja, da müsste eigentlich auch was drauf. Stickstoff brauchen wir eigentlich nicht. Da ist jede Menge gut drauf. Also gedüngt werden muss das Feld nicht, aber spätestens beim nächsten Mal sollten wir hier mit Kalk arbeiten. So, wir werden den jetzt hier noch ein bisschen sauber machen. Denn hier drüben haben wir ja unseren Kercher. Aber jetzt schauen wir mal noch ganz kurz in die Map. Und zwar an der Stelle hier. Nächsten Monat. Wir könnten natürlich jetzt schon Raps ausbringen auf dem Feld. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ja, würde ich doch sagen. Dann machen wir das doch ganz einfach in der nächsten Folge. So, und während ich jetzt hier unsere Gerätschaften sauber mache, darf ich mich recht herzlich bei euch für euer Interesse an der heutigen Folge bedanken. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß bei der ganzen Sache. Wie gesagt, wir werden als nächstes dann Raps ausbringen. Ich, der Baden-Farmer, darf an der Stelle mich recht herzlich bei euch bedanken und sage Tschüss, Ciao, Cheerio!